Herzlich willkommen bei Slaven Streamt Sport. Wir befinden uns in der F1 23 Story Breaking Point 2, glaube ich, kurz vor dem Ende. Wenn ich richtig liege, gibt es 17 Kapitel und heute ist Kapitel 16. Ich will doch nur reden, Kerl. Warum? Weil er das gesagt hat? Es geht nicht immer nur um ihn. Rede mit mir. Wir sind als Kinder oft bei denselben Rennen angetreten und natürlich lief es für einen von uns immer besser. Und dann, auf dem Heimweg, war der eine natürlich glücklich und der andere war am Boden zerstört. Es gab nichts dazwischen. Es war wirklich unmöglich, dass wir beide zur gleichen Zeit glücklich waren. Und es ist irgendwie immer noch genau gleich. Ach komm, es ist mein Job, mit allen zu sprechen, Kelly. Ja, und wer hat dir den Job gegeben? Warum bist du so? Du bist ja nicht mal auf mich sauer. Tja, vielleicht ja doch. Wirklich? Ernsthaft? Wir waren Kinder, Kelly. Du hast mich im Stich gelassen. Komm schon, was hätte ich sagen sollen? Oh, vielen Dank, Dad, dass du immer so in meine Karriere investierst. Aber ich muss leider ablehnen, damit wir Kellys Gefühle nicht verletzen? Natürlich nicht. Was dann? Er musste sich nicht entscheiden, Devon. Er hatte wirklich genug Geld, um uns beide zu unterstützen. Ich wollte doch nur, dass du mir hilfst. Er hat nie auf mich gehört. Immer nur auf dich. Wir waren jung. Ja. Aber jetzt sind wir erwachsen. Ja. Tja. Falls es dich tröstet, ich bin kein großer Konkurrent mehr. Das warst du nie. Tut mir leid, Kelly. Alles. Du warst immer schneller als ich. So, da hast du's. Netter Versuch. Es stimmt. Haben Sie das ernst gemeint? Natürlich nicht. Schneller als ich. Nein, 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 nein. Das war sie nie. Das hätte sie gern. Nein. Aber in einer Sache hatte mein Vater immer recht. Und zwar, dass manchmal die Leute hören sollen, was sie hören wollen. Nicht wahr? Gottes Willen, der Typ ist so ein Unsympath. Man möchte ihm einfach eine reinhauen. Ich sag's, wie es ist. Grand Prix von Brasilien, Sao Paulo. An den letzten Rennwochenenden konnte Konnersport die nötige Beständigkeit unter Beweis stellen. Zum vorletzten Rennen der Saison geht es nach Brasilien. Das heißt, Brasilien, vorletztes Rennen, das letzte fahren wir auch noch, wahrscheinlich dann Abu Dhabi. Okay, wir sind Kelly Mayer. Bestimmt fahren wir für sie jetzt auch das Rennen und bestimmt wird sie gleich auch angerufen. Da ist es doch, die Mutter ruft an. Mom, Kelly, ich lese immer mehr über diese Finanzierungsprobleme. Es ist erst dann ein Problem, wenn wir nicht den fünften Platz erreichen. Was hältst du davon? Das kann er doch nicht ernst meinen, oder? Es waren doch erst zwei Saisons und Konnersport ist bestimmt nicht das schlechteste Team. Du kannst wirklich gut mit Worten umgehen, Mom. Was sagt dein Vater dazu? Keine Ahnung. Du hast noch nicht mit ihm gesprochen? Das kannst du bestimmt nachvollziehen. Ja, aber ich muss auch nicht mit ihm arbeiten. Du musst ihn nicht mögen, aber du solltest wirklich mit ihm reden. Du klingst wie Devon. Vielleicht hat Devon ja recht. Ja, danke, Mom. Ich muss jetzt los. Ich hab dich lieb. Tschüss. Also ganz ehrlich, die tun doch alle Kelly Mayer keinen Gefallen. Der Bruder redet auf sie ein und lügt sie an und nervt einfach nur. Der Vater ist sowieso eine Katastrophe und diese Muttertelefonate, die machen das Ganze ehrlich gesagt auch nicht besser. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Lass die Arme doch einfach Rennen fahren und unterstützt sie. Aber da ist scheinbar in der Familie einiges falsch. So, eine E-Mail hat sie auch noch geschrieben. Kelly, immer noch so viel geredet darüber, dass dein Vater die Finanzierung zurückzieht. Ich bin einfach so wütend über diese ganze Sache. Okay, sie ruft mich an, das hat sie wohl getan. Kasper. Ihr habt alle die Nachrichten über die Zukunft gelesen. Ich weiß, dass es entmutigend sein kann, solche Geschichten zu lesen. Aber denkt daran, wir konzentrieren uns einfach weiter auf unsere Performance. Wir sind hier, um unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen. Darauf kommt es an. Ja. Wie gesagt, diese E-Mails sind meistens ein bisschen nichtssagend, da erfährt man jetzt nichts großartig Neues. Klar, natürlich. Ja.
Warum tust du das? Er war im Fahrerlager. Das war in Sao Paulo. Und ich, ich habe ihn zur Rede gestellt. Ich wollte einfach wissen, warum. Einen Moment bitte. Ich rufe zurück. Kelly, also dann, können wir endlich mal sprechen. Warum tust du das? Tue ich was? Warum bist du so kalt und verbissen diesbezüglich? Damit sich die Investition lohnt, muss Connor Sport Racing eben erfolgreich sein. So ist das Geschäft. Das ist nicht alles, oder? Bitte was? Warum bin ich dann im Team, wenn es nur ums Geschäft geht? Und warum Devon? Du kannst nicht die Familie da immer mit reinziehen und dann jedes Mal so tun, als sei alles nur geschäftlich. Das ist eine der bedeutendsten Investitionen, die ich je gemacht habe. Ich muss das Geschäftliche im Auge behalten, Kelly. Wer glaubst du denn, wird das erben, wenn ich nicht mehr bin? Na, Devon. Vermutlich. Ich habe jedenfalls kein Interesse daran. Das ist schon etwas komplexer, Kelly. Aber was gut für unser Geschäft ist, ist auch gut für die Familie. Und damit letztlich auch gut, vor allem für dich. Genau das hast du damals auch gesagt, als du nicht wolltest, dass ich Rennen fahre. Das habe ich mit 12 schon nicht geglaubt, so wie jetzt auch. Ich verstehe einfach nicht, was du dir dabei denkst. Du drohst damit, meine Formel-1-Karriere zu beenden und tust so, als wäre es das Beste für mich? Du hast doch nicht die leiseste Ahnung, wie viel Geld ich in das Team gesteckt habe. Ach ja, darum geht es dir. War ja klar. Dir geht's nur ums Geld. Ich erwarte nicht von dir, dass du das verstehst. Nein, Dad. Ich erwarte das nicht von dir. Wie kannst du nur so unrealistisch sein? Hör zu. Nicht jeder ist für die Formel 1 gemacht. Und das weißt du. Wir sollen also Platz 5 holen? 5. 5. Oh Gott, das will der Typ, ey. Um Gottes Willen. So, Kapitel 16. Das dürfte dann wirklich das vorletzte sein. Also, während des Rennens. Ein spätes Safety Car hat Kelly Mayer die Möglichkeit gegeben, ihr Schicksal in Interlagos zu wenden. Okay, lief also scheinbar nicht so gut und jetzt haben wir die Chance, mit einem Safety Car das Ganze nochmal zu drehen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, wir sind schon in der Safety Car Phase. Safety Car in dieser Runde, ich wiederhole. Safety Car in dieser Runde, das ist unsere Chance. Okay, bloß kein Druck. Ist wahrscheinlich wieder eine völlig unrealistische Situation, dass wir Fünfter werden sollen. Grüne Flagge. What? Okay. Ich habe gerade noch den Text gelesen. Leute, ihr könnt mir doch nicht alles zumuten. Das ist doch ein bisschen viel. Ich habe den Text hier noch gelesen. Alter Vater. So, den ersten hätten wir schon mal geschluckt. Weg mit dir. Also ich bin 13. 6 Runden vor Schluss soll ich 5. werden. Das ist so unrealistisch. Deswegen muss der Schwierigkeitsgrad natürlich auch gering sein. Weil die Ziele, die man hat, einfach völlig geistesgestört sind. So, Brasilien. Geile Strecke, mag ich sehr gerne. Aber sehr, sehr rutschig. Meistens. Ich weiß nicht, wie es in F1 23 ist. Da bin ich Brasilien tatsächlich noch nicht gefahren. Aber ich habe es in Erinnerung immer als sehr, sehr rutschige Strecke. Alter. Ja, wenn man auf der Wiese fährt, ist es natürlich rutschig. So, hier jetzt raus beschleunigen, dann haben wir den Ferrari einkassiert. Hier jetzt innen rein. So, die nächsten einkassiert. Einfach ein bisschen Rambo-mäßig müssen wir das machen. Sonst ist das Ziel nicht erreichbar, muss man ganz ehrlich sagen. So, hier vorne haben wir Jackson auf der 8. Sargent auf der 9. Den kassieren wir jetzt gleich. Jackson vielleicht in der Kurve dann später. Ja, wobei der auch relativ schnell unterwegs ist. Vielleicht können wir da trotzdem reinstechen. Ne, schaffen wir nicht. Das wäre zu riskant in der Kurve. Das ging früher mal richtig gut. Mittlerweile kann man in der ersten Kurve hier nach Startziel nicht so gut überholen. Aber bietet sich diese Möglichkeit hier natürlich deutlich besser an. So, da fahren wir locker vorbei.
Und da vorne ist Platz 5. Also das ist easy peasy. Das sollte wirklich kein Problem sein, dieses Ziel zu erreichen. Alter, er drängt uns hier raus. Dann versuchen wir es hier außenrum. Oh! Ja, ich fahre natürlich auch ein bisschen Rambo-mäßig. So würde ich niemals fahren, wenn ich jetzt eine richtige Karriere fahre, weil da würde ich ja mit realistischem Schaden spielen und allem drum und dran. Da könnte man sich das natürlich nicht erlauben. Und man könnte auch nicht so leicht überholen, weil da die Gegner natürlich einfach besser sind. Aber wie gesagt, wir nehmen das hier als Story-Modus und dementsprechend fahren wir das so, wie es kommt. So, Bonusziel Top 3. Und die schnellste Runde. Okay. Also nicht nur Dritter werden, sondern auch die schnellste Runde fahren. Die Chance haben wir, glaube ich, schon vertan, oder? Okay, die Rennleitung hat das DRS. Die werde ich, glaube ich, nicht mehr holen, die schnellste Runde. DRS ist jetzt aktiviert. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber schauen wir mal. Vierter, Dritter, Zweiter. De Vries ist Zweiter. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Wie soll ich denn die schnellste Runde fahren, wenn ständig so lahme Autos vor mir hertuckern? De Vries auf der 3 jetzt. Wahnsinn. Also, dass der so weit vorne ist, ist ja auch wirklich eine Story. Oh Gott, also ich bin die Strecke auch schon länger nicht gefahren, wie ihr seht. Oh Gott, oh Gott. Eieiei. Oieiei. Naja. Ist auch ein bisschen Unterhaltung, was wir hier machen. Nicht so aggressiv. Du musst sauber überholen, sonst kassieren wir eine Strafe. So, den haben wir. De Vries brauchen wir so schnell wie möglich, weil der würde uns bremsen in seinem Alpha Tauri. Da bin ich mir relativ sicher. Den sollten wir, wenn es geht, hier schnupfen. Jawohl. Und dann können wir jetzt schön Gas geben und hoffentlich mit DRS dann Perez und Alonso jagen. Alonso also auf der 1. Also mein Ziel ist hier, das Rennen zu gewinnen, sage ich euch ganz ehrlich. Alles andere wäre eigentlich eine Enttäuschung. Ich weiß nur nicht, wie wir die schnellste Runde fahren sollen, ob wir das noch schaffen, weil ich halt eigentlich nie freie Bahn habe. Außer vielleicht... Ja gut, das die Runde, die wir jetzt fahren, könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, weil die Reifen noch einigermaßen frisch sind und wir jetzt nicht so viel Überholmanöver zu tun haben. Ich gehe mal davon aus, Perez könnte ich schnupfen, Alonso vielleicht erst nächste Runde. Jetzt bin ich wieder in der Kurve dran. Ja, das geht nicht, da muss ich mich jetzt mal zusammenreißen. So machen wir es jetzt diesmal. Das war, glaube ich, deutlich zeitsparender als das, was wir die Runden davor hatten. So, jetzt müssen wir nur noch Alonso schnupfen. Also Schwierigkeitsgrad ist wirklich viel zu einfach, auch gemessen an den Zielen, die wir haben. Empfehle ich jedem, der das Spiel schon ein, zwei Mal gespielt hat, ganz ehrlich, die höchste Schwierigkeitsstufe zu nehmen. Weil alles andere ist wirklich einfach viel zu leicht. Also für die Leute, die das zum ersten Mal spielen wahrscheinlich. Ihr seht ja, wie wir hier gechillt durchs Feld flügen, als wäre es nix. So, hier kriegen wir wieder DRS. Alter! Ist das die schnellste Runde? Nein. Ja, dann wird's schwierig. Ich glaube, viel schneller als jetzt gerade werde ich nicht fahren, wobei ich jetzt natürlich niemanden mehr überholen muss. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben noch 3 Runden zu fahren. Da gibt es jetzt nicht mehr viel zu zeigen. Wir werden das Ding souverän gewinnen. Und ich würde sagen, ich melde mich dann einfach am Ende des Rennens oder zwischendurch, wenn ich vielleicht geschafft habe, die schnellste Runde zu fahren. Jawohl, da haben wir es doch. Kaum haben wir freie Bahn, fahren wir die schnellste Runde. Schauen wir, ob die uns noch jemand wegnimmt. Aber ansonsten easy peasy, also auch das Bonusziel erreicht. Und ihr seht die Abstände links oben, die steigen und steigen. Also wir werden das Ding hier locker nach Hause schaukeln. Die letzten Meter in Brasilien stehen an. Wir haben mittlerweile fast 10 Sekunden Vorsprung und wir gewinnen das Rennen. Das war's! Ein fantastisches Rennen. Werden wir Konnersport in der nächsten Saison wiedersehen, Stefan? Einige gehen ja nicht wirklich davon aus. Ich hoffe doch, Sascha, das tue ich wirklich. Sie waren mutig, sie sind Risiken eingegangen. Das war gut für den Sport. Ja, da hast du recht, die Saison ist nicht mehr lang. Hoffentlich können sie die Form bis zum Ende halten. Wir werden es bald herausfinden.
Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Schön. Bestimmt kommt wieder das lästige Interview. Oder sparen sie sich das? Eigentlich ist alles gesagt. Eigentlich können sie sich die Interviews mittlerweile sparen. Nee, kommt natürlich wieder. Das war heute eine starke Leistung. Welche Rolle hat starke Leistung, welche Rolle hat das Safety Car gespielt? Ja, es ist so. Ich habe mir nach dem Safety Car wirklich Chancen ausgerechnet. Natürlich wird das Rennen dadurch stark beeinträchtigt, aber ich könnte einen Vorteil daraus ziehen. Ich habe die Chance ergriffen und es hat geklappt. Ihre erste Formel 1 Saison nähert sich dem Ende. Sie haben hart gearbeitet. Aber gibt es jemanden, der Sie besonders beeinflusst hat? Kasper natürlich. Ich muss Kasper für vieles danken. Er war in der letzten Saison der Formel 2 für mich da und er war derjenige, der für meinen Platz bei Connorsport gekämpft hat. Ohne ihn wäre ich vielleicht gar nicht hier. Also, danke Kasper. Wie war es, so eng mit Ihrer Familie zusammenzuarbeiten? Naja, sind wir so diplomatisch, wie es geht. Wir haben alle unsere eigene Meinung. Familie ist nie einfach. Und das gilt besonders für meine. Es gibt Gerüchte, dass es Connorsport in der nächsten Saison nicht mehr geben wird. Können Sie das kommentieren? Das ist eine Frage für unsere Investoren. Eine Frage für unsere Investoren. Wir alle würden uns sicher über ein öffentliches Statement zu diesem Thema freuen. Super, danke. Ganz ehrlich, bei den Leistungen, die Kelly Mayer hier gezeigt hat, kann es ihr völlig egal sein, ob es das Team nächstes Jahr noch gibt, weil letztendlich wird sie sowieso ein gutes Team finden, so gut wie die fährt. So, das ist Kapitel 17, das gibt es aber erst nächste Ausgabe. Also, das war's für heute. Nächste Ausgabe ist das Finale. Kapitel 17 ist das letzte Kapitel. Da können wir uns drauf freuen. Jetzt müsst ihr auch nicht mehr aufhören zu schauen. Jetzt müsst ihr es durchziehen bis zum Ende. Deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal aufs Level 5 Sport.